Liebe Leute, und willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 7 für die PlayStation 4. Im letzten Part haben wir uns weiter im Haus umgeguckt, wir haben einen Polizisten getroffen und uns ausgemacht, jo, lass mal in der Garage treffen. Das ist bestimmt die gute, die beste Idee, die es gibt. Jetzt will ich nochmal kurz gucken, ob hier hinten alles cool ist, ja. Das hier geht ja nicht auf. Genau, da brauche ich Pferdekörper. Was ist das? Keine Ahnung. Er ist hier und dort und irgendwas. Okay, eine Trophäe. Ist das auch ein Collectible wie diese Münzen? Falls die Münzen wirklich Collectibles sind. Ist hier was drin? Nee, das geht nicht kaputt. Okay, gut. Dann gehen wir jetzt in die Garage. Wir haben wohl keine andere Wahl, ha? Hier ist sonst auch nichts weiter. Nur einen Keller brauche ich, glaube ich, auch. Ich weiß nicht. Vielleicht kann ich mit dem Messer noch irgendwas im Keller machen. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht und teils so ziemlich überflüssig und eine Zeitverschwendung. Wow, die Texturen von diesem Beutel. Aber ich will doch mal eben ganz kurz gucken, vielleicht. Hier ist zum Beispiel so eine Kiste. So eine, die ich vorhin zerstören konnte, aber komme ich nicht ran. Da muss ich ja bestimmt irgendwann später nochmal hin. Ah, sieht ganz danach aus. Ja, okay, ich wollte nur noch mal schnell gucken, ob hier noch irgendwas ist, weil ich will nichts verpassen. Wenn möglich. Aber hier scheint wirklich nichts zu sein. Gut, dann gehen wir jetzt endlich in die Garage. Endlich. Und danach, also wie gesagt, die Stelle in der Garage kenne ich bereits. Werde mich daher wahrscheinlich nicht unbedingt erschrecken. Aber danach... Was ist das hier noch? Aber danach ist wirklich zu 100% komplett blind. Ich dachte gerade, da lag noch was. Okay, gut. Dann ab in die Garage. Okay. Ja, ich schaue mich die ganze Zeit noch um. Ich möchte eigentlich nicht in die Garage. Eigentlich schade, dass ich die Stelle schon kenne. Hey, we gotta get the fuck out of here. Now first you need to tell me what you're doing out here alone in the middle of the night. Me? What about you? No, it's my job. Won't you do your job and tell me? Answer my questions. You're not gonna believe me if I told you. Try me. Hey, put that door back. Put that door back up. Wait! Ich brauche einen Schlüssel. Chemikalie, ja, okay, da könnte ich jetzt Highlight machen. Das ist gerade ein bisschen ungünstig. Hier was drin? Jetzt hilft was. Nein. Hey, Moment, der Typ hat doch eine Pistole bei sich, oder? Ja. Das ist eine andere Pistole als die vorhin. Das ist eine G17 oder so. Was ist hier? Autoschlüssel. Wow! Der hat ja eine Axt, der hat ja gar keine Schaufel mehr. Ich krieg dich, okay? Ja, hier, komm her, ja? Oh, der lebt noch, oder? Der lebt noch. Thank you.
Oh Gott. Das ist nicht meins. Aber danke trotzdem. Okay, sehr gern. Kopf runter! Ab hier kenne ich es nicht mehr. Ab hier kenne ich es nicht mehr. Holy fuck. Holy fuck. Da oben hängt sogar ein Motorrad. Bitte sei jetzt tot. Moment. Ich muss sicher gehen. Ich würde wirklich, in Wirklichkeit, wenn ich an Ethans Stelle wäre, ich würde jetzt so oft auf den einstechen. Es tut mir nur ein bisschen leid um das Auto, weil das sah eigentlich echt ganz cool aus. Okay, wo geht dieses fucking Garagentor auf? Gar nicht. Okay, ist durch die Explosion ja irgendwas anders geworden? Kann ich über das Auto irgendwo hochklettern? Ah, hier ist eine Leiter runtergekommen. Dann lebt der Typ nicht. Der Typ lebt noch. Nur Ethan ist zu blöd, auf ihn einzustechen. Natürlich. Ich wette, der lebt trotzdem noch. Was, das ist, es ist Resident Evil, also es wird irgendein Virus sein hier, der mir jetzt gleich zeigt, dass der Typ trotzdem noch lebt und mutiert und sonst was. Ich wette es. Ich weiß es nicht, ja? Ich weiß es nicht. Was habe ich denn gerade aufgehoben? Aber ich wette es. Ich hasse mein Leben. Ah. Ja, komm, verschieben wir das erstmal. Da war die Platte, die wir brauchen, in der Haupthalle. Glaube ich zumindest. Sah ein bisschen so aus. Ja. Ah, muss ich abdrehen. Take it. Ochsenstatue, okay. Er liegt, noch liegt er da unten, okay? Noch ist alles gut. Also hier ist das Spiel jetzt wieder blind, ja? Ich wollte es nur nochmal anmerken. Ich würde nur mal prüfen, ob er immer noch da liegt, und er tut es. Er liegt immer noch da. Und ich wette trotzdem, dass er noch lebt. Oder nochmal wiederkommt. Also Leben ist natürlich auch sehr... Weg mit dem Reifen hier. Da begraben wir den Polizisten. Danke für deine Waffe. Du wolltest es mir zwar erst nicht geben, aber hast du ja jetzt letztendlich doch. Von daher Dankeschön. Garage hier. Fuck my life. Speichern. Puh. Läuft alles an Aufnahme? Sehr gut. Okay. Überrascht mich allerdings, dass wir dafür keine Trophäe bekommen haben. Das war ja im Prinzip gerade auch ein Bosskampf, nur dass man halt das mit dem Auto machen musste.
Ach, das ist schon wieder so eine Statue hier. Ah. Das sind wahrscheinlich irgendwelche Collectibles. Okay. Dann ab in die Eingangshalle. Ich gucke nochmal, ob ich mit diesen Bildern hier irgendwas machen kann. Die auf dem Bild sah ein bisschen aus wie Lauren Cohen. Ah, das ist Lucas. Ja, sieht ziemlich arrogant aus. Februar 2013. Ist demnach gar nicht so lang her. Hier ist doch gerade irgendwie Juli oder so. Ist das nicht so? ...25. Hochzeitstag. Ich mach davon auch mal ein Bild. Vielleicht kann man das noch gebrauchen. Irgendwann für irgendwas, für irgendein Rätsel oder so. Keine Ahnung. Gleich... Das bedeutet schon wieder eigentlich nichts Gutes hier, glaube ich. Hey, Kraut. Ah, und hey, du. Oh, ich dachte, das wäre eine Pistole. Schieße auf mich. Schieße auf mich. Das ist wahrscheinlich der Typ gemeint, der auf dem Bild war. Schießpulver. So willst du schießen. Antike Münze. Gleich. Ja, okay, komm. Zoe. Did my daddy give you a hard time? That's your father? He used to be. I'm sorry, but he's dead now. You just might be able to pull this off. What? Pull what off? There's something I need you to do, but I can't explain it right now. You may need some sort of keys to do it, but find a way out of the house. Okay. I'll be in touch. Ich hab grad so Bock auf Resident Evil 1, aber so richtig. Oha, hier brauche ich die drei Köpfe des Cerberuses. Nein, das geht nicht. Achso, ich muss das Schloss aufbrechen, ah ja. Uhrpendel. Hm, ist schon klar, wo das hin muss. Pausieren und lesen. Pausieren und lesen. Den Raum schaue ich mir gleich an. Okay, hier scheint erstmal nichts Nennenswertes mehr zu sein. Hier könnte ich hochgehen, will ich eigentlich nicht. Der hat ein Gewehr in der Hand, aber ganz ehrlich, dieser Weg, dieser Raum sieht verdächtig aus. Das gucke ich mir gleich an, ja. Ich glaube, ich gehe erstmal kurz zurück zu dem Uhrenpendel. Und schau mal, was das öffnet, wenn ich das hier aufmache. Am liebsten würde ich auch wieder zurück in die Garage gerade mal gehen und gucken, ob der noch da liegt, der Jack. Aber... nein. Nein. Lieber nein. Weißer Hundekopf. Ah, der erste Hundekopf. Mensch. Sind wir schon mal gut dabei. Liegt hier eigentlich irgendwas von dem gecrashten Tisch, was ich mitnehmen kann? Nein. Und sorry, dass da jetzt die ganze Zeit oben links dieser Blutfleck ist, aber ich möchte gerade kein Arzneimittel verschwenden, ehrlich gesagt. Deswegen muss es jetzt erstmal liegen bleiben. Sorry. Okay, setzen wir den Kopf gleich ein. Dann nimmt er keinen Inventarplatz weg. Der mittlere. Okay. Dann was ist hier? Da kann irgendwas draufgelegt werden. Das funktioniert nicht. Okay, da muss irgendeine Rabenfigur oder sowas. Netter Versuch. Okay, dass ich da was Falsches hochgelegt habe. Dafür gibt es eine Trophäe.
Ich habe mir die Trophäenliste ehrlich gesagt noch nicht angeschaut bislang. Chemikalie. Ich habe da noch ein Kraut dabei, richtig? Oh, mit Schießpulver? Zu Pistolenmunition. Cool. Ja, das war zu erwarten. Schrotflinte ist aber schon cool. Aber gut, da muss die wohl erstmal nochmal. Das heißt, ich muss nach oben. Und das. Das ist die Oma. Hallo Öhmchen. Ich wette, die ist irgendwie der Endboss oder so. Hi. Ich kann nicht auf sie zielen. Das lässt das Spiel nicht zu. Gleich. Ein Bild. Vielleicht ist das Zoe? Nee, Evelyn. 2. Mai 2014. Evelyn, da hatten wir vorhin schon den Schuh von gefunden. Sorry. Was ist das hier für eine Tür? Schlangentür. Müsste ich auch irgendwie aufbrechen? Kann ich nicht. Okay. Das heißt, mir bleibt nichts anderes übrig, als hier lang zu gehen. Da läuft Margaret. Vielleicht ist es das Hobby des Vaters. Football. Noch eine verschlossene Tür. Ich sollte vielleicht nochmal zurück zu der Itembox gehen. Kann ich Kräuter kombinieren? Nee. Vielleicht sollte ich nochmal zurück zu der Itembox gehen und die antike Münze wieder wegpacken. Weil das Problem momentan ist, die nimmt einen Itemplatz weg, einen kompletten. Was vielleicht nicht so gut ist. Oha, die stacken nur bis 3. Aber ich will gerade eigentlich keine verwenden, ehrlich gesagt. Aber da muss ich vielleicht wirklich nochmal zurück. Was ist hier drin? Oh, der Dietrich ist aufgebraucht, als ich den da benutzt habe. Das ist natürlich doof. Okay, dann gehe ich jetzt aber wirklich nochmal zu Item Box zurück, oder? Ich bin mir gerade ein bisschen unsicher. Okay, was haben wir hier? Margaret, bring den Hippie-Mistkerl, den wir gefangen haben, von der Halle zum Verarbeitungsbereich. Noch eine antike Münze. Und noch so einer. Stecken die Münzen wenigstens? Ja, okay, immerhin. Da liegt schon wieder ein Gewehr. Ich brauche doch keine 2 Flinten. Wobei, kann die schaden, ne? Dann haben die eine weniger. Kassette, Mia. Schießpulver. Blauer Hundekopf, okay. In dem Buch. Warum auch nicht? Zweiter Oktober, pausieren, lesen. 9. Oktober, pausieren, lesen. Ich mache das immer direkt nach der Aufnahme. Nichts. Dartpfeile, die würde ich auch ehrlich gesagt gerne mitnehmen. Oh, mein Inventar ist jetzt voll. Also ich habe noch einen Platz hier.
Wollen wir mal Mia spielen? Komm, das machen wir in dem Part noch und dann beende ich den erstmal. Jo. Ach ja, man musste diese Kassetten ja auch spielen, ne? Ethan, please watch this. Mia Winters, Old House. What? 19. Juli, das ist ja nicht lang her. Wann bin ich irgendwie... Hä, wann bin ich jetzt am 17. Juli? Okay. Ich bin bereit. Das Spiel lädt noch, wie man unten rechts sieht. Was? Ich weiß nicht, was ich machen muss. Das ist aber nicht so schlimm. Ich glaube nur, dass ich mich nicht von Margaret erwischen lassen will. I know you and Zoe are plotting. I know you were scared. You think I don't know what you want to do with that boy, Ethan? Bitte geh einfach weg. Es tut mir leid, ich vergesse so oft momentan zu reden, weil es ist so... Ich bin so... You failed. Wo hätte ich mich denn da gerade verstecken sollen, bitte? Also ich habe mich definitiv in der dunkelsten Ecke versteckt, ja. Finden Sie Plätze zum Verstecken, um nicht von Margaret entdeckt zu werden. Ja. This house has seen more than you can imagine.
sieht aus, als wäre das mal ein Flammenwerfer gewesen. Muss ich mich hier verstecken? Ich kann ja nur warten denn gerade. Hier habe ich vorhin schon mal geguckt gerade. Wegen Trophäe. Da habe ich jetzt eine verkackt. Also es gibt eine Trophäe für das Filmband Mia abschließen, ohne von Margaret entdeckt zu werden. Und ich denke mal, dass ich jetzt einmal verkackt habe, hat diese Trophäe dann auch für diesen Playthrough verkackt. Tschüss. Ist das verschlossen? Warum ist hier jetzt alles verschlossen? Und jetzt komm bitte nicht wieder. Oh Gott. So. Komm, das ist doch genug hier. Krass, wie man aus so einem Konstrukt eine Spinne formen kann. Ich will mich nicht beschweren. Nach dem Filmdings mache ich dann aus, ja. Den Part. Geh doch weg. We love you. Why can't you see that? Embrace us. There are known unknowns here and you are not paying fucking attention. Was ist los mit dieser Frau? Where do you think you're going?
es doch geschafft, ohne entdeckt zu werden. Wahrscheinlich sie es entdeckt werden, quasi wieder zurückgesetzt, wenn man stirbt halt sozusagen. Ja, ohne von Margaret entdeckt zu werden. Gut. Gut. Ich werde jetzt offscreen. Oder nee, ich mache das jetzt noch ganz schön im Part. Also ich gehe jetzt nochmal zurück, nochmal speichern und die antiken Münzen in die Inventarbox nehmen. Es gibt eine Trophäe dafür, das habe ich auch vorhin gesehen, das Spiel abzuschließen, ohne mehr als dreimal die Inventarbox zu öffnen. Aber wenn ich immer diese scheiß Münzen finde, dann, ach, scheiß drauf. Dann machen wir, also ich scheiße auf die Münzen. Ich will hier auch keinen Platin schaffen. Also es ist zwar ganz gut machbar, aber muss nicht sein. Weil ich will das Spiel auch eigentlich nicht nochmal auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad abschließen, deswegen Platin schaffe ich demnach einfach auch gar nicht. Ah, jetzt checke ich gerade den Ladebalken erst. Ah, okay. Dauert ganz schön lang. Kann dann auch nicht beschleunigen. Okay. Ja, also ich gehe jetzt die antiken Münzen wegbringen und speichern und dann ausmachen. Also für heute beende ich dann auch meine heutige Aufnahmesession. Ja. Kleines Zwischenfazit jetzt nach dem, ich glaube, vierten Part. Gefällt mir ganz gut. Ich habe immer noch ein bisschen Schwierigkeiten, es als Resident Evil zu sehen. Aber es macht mir schon erstaunlich viel Bock auf den ersten Teil wieder. Beziehungsweise allgemein auf die vorherigen Teile. Deswegen freue ich mich auch schon sehr auf das Remake von Teil 2. So. Also wir gehen jetzt ganz schnell zurück. Ist die noch hier? Ja. Okay. Auf dem Weg, wenn wir schon mal dabei sind, können wir eigentlich noch den zweiten Hundekopf reinpacken. Den blauen. Dann haben wir auch nochmal einen Inventarplatz mehr frei. So. Hat die Tür gerade gehupt? Klang für mich gerade irgendwie so. Ach ne, da lang. Okay. Gut, also das war's für den Part. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Was ist denn das hier? Mia? Ja, das kann auch weg. Die Flintenmuni kann eigentlich auch noch weg. Zumal es nur ein Schuss ist. Hallo. Anybody there? No? Okay. Ups. Gut. Dann machst du es jetzt wirklich für diesen Part. Wir sehen uns beim nächsten Part wieder und schauen uns dann oben irgendwo weiterhin um. Wir werden schon einen Weg finden. Da bin ich sehr zuversichtlich hier im Haupthaus. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Also bis zum nächsten Part. Und auf Wiedersehen.